Du brauchst nur diese eine Gehirnwäsche. Kennt ihr das, wenn manche Menschen so extrem überzeugt von etwas sind, dass es den Anschein erweckt, als hätten sie eine Gehirnwäsche bekommen? Die meisten Männer werden es wahrscheinlich im eigenen Freundeskreis wiedererkennen. Der eine Freund, dessen Freundin die Hosen anhat und die Richtung angibt, ist nicht unbedingt positiv, aber genauso eine Gehirnwäsche kann man sich selber verpassen, um in Richtung seines gewünschten Traumlebens zu gehen. Und in diesem Video sprechen wir darüber. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Nick und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie nah du wirklich an deinem Erfolg dran bist. Es ist so nah, dass du nur eine Gehirnwäsche brauchst, um dein gesamtes Leben ins Positive zu verändern. Und manchmal braucht es genau das, um die Dinge aus einer neuen Perspektive zu sehen und alles zu verändern. Also legen wir los. Die Gehirnwäsche der Gesellschaft. Jeder von uns wurde von klein auf in ein System hineingeboren, welches uns bestimmte Wege vorgibt und uns in gewisse Schubladen steckt. Unsere Gedanken und Handlungen werden durch die uns umgebenden Umstände wie Familie, Schule, Medien und der allgemeinen gesellschaftlichen Norm geformt. Und dieses System lehrt uns, was normal ist und was akzeptabel ist. Doch was, wenn das, was uns als normal verkauft wird, in Wirklichkeit nur ein Käfig ist, der die Entfaltung unseres Potenzials einschränkt? Also schauen wir uns das jetzt mal genauer an. Von Anfang an wird uns beigebracht, dass wir zur Schule gehen sollen, um gute Noten zu schreiben, um dann einen sicheren Job zu finden und schließlich bis zur Rente zu arbeiten, um ein gutes Leben zu führen. Und dieses Narrativ ist so tief in uns verankert, dass die meisten Menschen sich nicht trauen, das in Frage zu stellen. Es ist die subtile Form der Gehirnwäsche, die uns dazu bringt, einem Leben zu folgen, das von anderen für uns definiert wurde. Und was, wenn das, was du als Sicherheit empfindest, in Wirklichkeit der Grund dafür ist, dass du nie das Leben leben wirst, von dem du wirklich träumst? Und wir werden dem nachgehen und am Ende wirst du die Möglichkeit haben, dein Gehirn reinzuwaschen. Aha-Momente. Es gibt Momente im Leben, in denen wir die Wahrheit erkennen. Diese Aha-Momente sind nicht einfach nur flüchtige Gedanken, sondern tiefe psychologische Durchbrüche, die unser Verständnis von der Welt verändern. Solche Arten von Aha-Momenten in diesem Zusammenhang machen uns klar, dass wir nicht das Leben leben, das wir wirklich wollen, sondern das, was uns aufgedrängt wurde. Aha, während ich für 2K netto im Monat arbeite, verdienen andere 100K am Tag. Während ich um eine Sonnenliege im Hotel kämpfen muss, sonnen sich andere auf ihrer 100 Meter langen 6-Etagen-Yacht. Diese Momente sind zwar selten, aber wertvoll, denn es sind die Signale deines Unterbewusstseins, welche dir dabei helfen wollen, aus dem mentalen Gefängnis auszubrechen, in das uns die Gesellschaft gesteckt hat. Und wenn du so einen Moment erlebst, dann greif zu, lass ihn nicht verschwinden. Hinterfrage und lerne, diese Gedanken zu verstehen, um sie danach anzunehmen, denn diese Aha-Momente sind wie ein Hack in deinem mentalen System, also eine Möglichkeit, deinen Verstand neu zu programmieren und eine neue Richtung für dein Leben einzuschlagen. Aber genau hier entsteht auch die Herausforderung. Viele Menschen haben solche Momente, doch sie lassen sie einfach wieder in Vergessenheit geraten. Sie gehen zurück zu ihren alten Denk- und Verhaltensmustern, weil es bequemer ist, weil der Verstand sich an die alten Programmierungen klammert. Doch wenn du wirklich frei sein willst, wenn du dein volles Potenzial entfalten möchtest, dann musst du diese Momente nutzen, um tief in deine Psyche eindringen zu können, um deine Überzeugungen zu verändern. Vom Sklaven zum Schöpfer. Dein Verstand ist wie ein Computer, der über Jahre hinweg mit Informationen gefüttert wurde, die von anderen geschrieben wurden. Diese Informationen bestimmen, wie du die Welt siehst, wie du denkst, wie du dich fühlst und wie du handelst. Aber genau wie ein Computer kannst du diese Software umprogrammieren und auf deine eigenen Ziele ausrichten. Die erste und wichtigste Erkenntnis dabei ist, dass du die Kontrolle über deinen Verstand hast und nicht die Gesellschaft, nicht dein Umfeld und auch nicht deine Vergangenheit. Das anzunehmen und danach zu leben, ist der Grundbaustein für die Renovierung deines Kopfes. Du allein hast die Macht, das zu verändern, was in deinem Kopf vor sich geht. Aber du musst bereit dafür sein, die alte Software zu deinstallieren und durch eine neue, bewusste Programmierung zu ersetzen. Es beginnt damit, dass du dir bewusst machst, welche Informationen du in deinen Kopf lässt. Alles, was du konsumierst, sei es durch Medien, Gespräche, Bücher, Social Media, was auch immer, hat einen Einfluss auf deine Programmierung. Wenn du ständig von negativen Nachrichten, pessimistischen Menschen und zweifelhaften Inhalten umgeben bist, wird dein Verstand dementsprechend programmiert.
Aber wenn du dich bewusst mit positiven, inspirierenden und aufbauenden Informationen fütterst, beginnt dein Verstand, sich auf Erfolg auszurichten. Es geht darum, die Kontrolle über deinen mentalen Input zu haben. Also musst du selektiv in dem werden, was du zulässt und was nicht. Jeder Gedanke, der durch deinen Kopf geht, sollte wie bei einem Antivirus-System gefiltert werden und nur du entscheidest, ob du diese Information zulässt oder nicht. Die bewusste Reprogrammierung. Normalerweise hat dieser Begriff eine negative Energie, weil er mit Manipulation und Kontrolle in Verbindung gebracht wird. Doch was, wenn wir ihn neu definieren? Was, wenn du dich bewusst einer Gehirnwäsche unterziehst, die dich nicht negativ kontrolliert, sondern dich dabei unterstützt, deine Ziele zu jagen? Denn diese Art von Gehirnwäsche ist nichts anderes als eine bewusste Umprogrammierung deines Verstandes auf Erfolg bzw. auf das, was du möchtest. Und es bedeutet, dass du jeden Tag daran arbeitest, deine alten, limitierenden Glaubenssätze zu zerstören und durch neue, fördernde Überzeugungen zu ersetzen. Und das bedeutet, dass du dich selbst tagtäglich daran erinnerst, dass du die Kontrolle über dein Leben hast und dass du der Schöpfer deiner eigenen Realität bist. Hier ein Beispiel. Wenn dir dein ganzes Leben lang gesagt wurde, dass Geld nur durch harte Arbeit in einem sicheren Job verdient wird, dann ist das die Programmierung, die du in dir trägst. Und diese Überzeugung bestimmt, wie du handelst, welche Entscheidungen du triffst und was du für möglich hältst. Aber was, wenn du diese Überzeugungen durch die Überzeugung ersetzt, dass Geld auch durch Kreativität, Innovation, das Nutzen von Gelegenheiten verdient werden kann? Diese neue Programmierung öffnet dir Türen, die du vorher nicht einmal wahrgenommen hast. Was dann zur schlagartigen Veränderung führen kann. Und manchmal kann ein einziges Gespräch dein ganzes Leben verändern. Es gibt Momente, in denen du mit jemandem sprichst, der dir dann eine neue Perspektive aufzeigt, die deine gesamte Denkweise verändert. Und diese Gespräche zeigen Perspektiven, die dir das vor Augen führen, was du bisher nicht sehen konntest. Ein intensives Gespräch kann also eine Gehirnwäsche sein. Eine positive, befreiende Gehirnwäsche. Und dir die notwendige Kraft geben, um Schritte zu gehen, die du vorher nicht gewagt hast. Doch hier liegt das Problem. Solche Gespräche passieren nicht von selbst. Du musst aktiv nach ihnen suchen. Du musst dich mit Menschen umgeben, die weiter sind als du, die Ergebnisse haben, die du dir wünschst und die bereit sind, ihr Wissen mit dir zu teilen. Und diese Menschen werden dir nicht einfach nur Ratschläge geben, sondern deine Denkweise herausfordern und dich zwingen, anders zu denken. Zwischen den Zeilen hören und hinterfragen. Es reicht nicht aus, einfach nur zuzuhören. Du musst lernen, zwischen den Zeilen zu hören, die unausgesprochenen Wahrheiten zu erkennen und das, was dir gesagt wird, zu hinterfragen. Denn in einer Welt, in der so viele Informationen auf uns warten, ist es entscheidend, ein aktiver und bewusster Zuhörer zu sein. Aber was bedeutet das in der Praxis? Es bedeutet, dass du nicht einfach alles akzeptierst, was dir gesagt wird. Sei es von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinen Freunden oder den Medien. Du musst lernen, jedes Wort, jede Information kritisch zu hinterfragen und für dich selbst zu bewerten. Und hier ein Beispiel. Wenn dir jemand sagt, dass es unmöglich ist, in deinem Alter noch ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, dann hörst du diese Aussage nicht einfach nur an und akzeptierst sie, stattdessen stellst du dir die Frage, warum denkt diese Person so? Ist das wirklich wahr oder spiegelt es einfach nur ihre eigenen Limitierungen wider? Indem du so vorgehst, befreist du dich von den mentalen Ketten, die dir andere angelegt haben und beginnst, deinen eigenen Weg zu gehen. Steuere deinen Konsum. Dein Gehirn ist ein Produkt dessen, was du konsumierst. Jeden Tag wirst du von einer Flut an Informationen überschwemmt. Social Media, Nachrichten, Gespräche, Bücher, Podcasts. Doch nicht alles, was du konsumierst, trägt zu deinem Wachstum bei. Tatsächlich ist ein Großteil dessen, was die meisten Menschen konsumieren, nichts weiter als geistiges Fastfood. Leer, ungesund und letztlich einfach nur schädlich. Und wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du beginnen, bewusst zu wählen, womit du deinen Verstand fütterst. Genau wie bei einer Diät, bei der du auf deine körperliche Gesundheit achtest, musst du deine mentale Diät einhalten, um deine geistige Gesundheit zu schützen und zu fördern. Das bedeutet, dass du aufhörst, negative Nachrichten zu konsumieren, die dir Angst machen und dich drosseln. Das bedeutet, dass du aufhörst, dich mit sinnlosen und oberflächlichen Inhalten zu beschäftigen, die dich nicht weiterbringen. Und stattdessen solltest du dich mit Inhalten umgeben, die deinen Verstand fördern und dich inspirieren. Lese Bücher, die dich weiterbringen. Höre Podcasts, die dir neue Perspektiven eröffnen und umgebe dich mit Menschen, die dich dazu bringen, besser zu werden. Denn dein Verstand ist wie ein Garten und das, was du pflanzt, wird diesen irgendwann einzigartig schmücken
oder zerstören. Sorge also dafür, dass du das Beste in deinen Verstand lässt. Sonst wird das Unkraut dich ein Leben lang plagen, so wie es die meisten Menschen tut. Und nun kommen wir zurück zu dem Konzept der Gehirnwäsche, welches wir zu Beginn dieses Videos angesprochen haben. Du kannst deinen Verstand so programmieren, dass er auf Erfolg ausgerichtet ist, dass er Lösungen statt Probleme sieht und dass er nach Möglichkeiten statt nach Ausreden sucht. Und eine der effektivsten Methoden, um diese Gehirnwäsche durchzuführen, ist die tagtägliche Arbeit an deinen Überzeugungen. Und dafür könntest du Affirmationen verwenden, um deine Gedanken neu zu programmieren. Wiederhole jeden Tag Gedanken wie: Ich bin erfolgreich, ich bin in der Lage, alles zu erreichen, was ich will. Ich kontrolliere mein Leben und meinen Erfolg. Das waren jetzt zwar nur ein paar Beispiele. Natürlich sollte man das immer an sich selber und seine eigenen Ziele anpassen. Aber diese Affirmationen sind keine leeren Worte, sondern die nötigen Impulse, um deinen Verstand neu zu vernetzen. Und gleichzeitig solltest du dich mit Menschen umgeben, die bereits dort sind, wo du hin willst. Lerne von ihnen. Lerne, wie sie denken, wie sie handeln und wie sie ihre Ziele erreichen. Und lasse dich von ihrem Erfolg inspirieren. Übernimm ihre Denkweise in dein eigenes Leben, wenn es für dich Sinn ergibt. Und dann wirst du eine positive Zukunft erschaffen können. Das ist die positive Gehirnwäsche, die dich aus den Fesseln der Gesellschaft befreit und dir ermöglicht, dein volles Potenzial zu entfalten. Letztendlich ist eine Gehirnwäsche nur eine Kombination aus einem Aha-Moment, der gepackt wird und hunderttausende Male wiederholt wird. So oft, wie es notwendig ist, um dieses Programm erfolgreich zu installieren. Und die größte Herausforderung beim Umprogrammieren des Verstandes ist die Consistency. Es reicht nicht aus, einmal eine Affirmation zu wiederholen oder ein inspirierendes Gespräch zu führen. Um wirklich tiefgreifende Veränderungen in deinem Leben zu bewirken, musst du die neuen Überzeugungen immer und immer wieder in deinen Verstand einprägen. Dein Gehirn ist wie ein Muskel und je mehr du ihn trainierst, desto stärker wird er. Also wiederhole die neuen Überzeugungen, die du dir einprägen möchtest, tagtäglich. Schreibe sie auf, denke sie, sprich sie laut aus, visualisiere sie, lebe sie. Je häufiger du diese neuen Programme in deinen Verstand lädst, desto tiefer werden sie sich in dein Verstand einprägen und desto mehr werden sie dein Denken und dein Handeln beeinflussen. Doch es geht nicht nur um das Wiederholen. Von Affirmation oder dem Gesetz der Anziehung wurde noch nie jemand reich. Es geht darum, dein Verhalten entsprechend zu verändern. Wenn du neue Glaubenssätze annimmst, musst du auch dein Handeln darauf ausrichten. Es reicht nicht einfach nur zu sagen, ich bin erfolgreich. Du musst auch so handeln, als wärst du erfolgreich. Du musst Entscheidungen treffen, die zu deinen neuen Überzeugungen passen. Du musst bereit sein, Risiken einzugehen, Chancen zu ergreifen und aktiv an deinem Erfolg oder an deinen Zielen zu arbeiten. Letztendlich läuft alles darauf hinaus, dass der Erfolg nichts anderes ist als eine Frage der richtigen Programmierung. Und dein Verstand ist das mächtigste Werkzeug, was du besitzt. Aber nur, wenn du lernst, wie du es richtig nutzt. Und wenn du es nicht richtig nutzt, arbeitet es gegen dich, was man an 98% der Menschen gut beobachten kann. Und wenn du die Kontrolle über deine Gedanken und Überzeugungen und Handlungen übernimmst, kannst du alles erreichen, was du dir wünschst. Aber diese Kontrolle kommt nicht von selbst. Es wird anstrengend. Du musst Disziplin sowie die nötige Willensstärke beweisen, um die alten, limitierenden Programme loszulassen, die dich bisher zurückgehalten haben. Und es erfordert, dass du dein Leben als das siehst, was es ist. Ein Produkt deiner eigenen Gedanken und Überzeugungen. Und wenn du diese veränderst, dann veränderst du auch dein Leben. Und du bist nur eine Gehirnwäsche vom Erfolg entfernt. Und nutze diese Erkenntnis, um dein Leben in die gewünschte Richtung zu lenken. Und das war's für dieses Video, Freunde. Wenn euch das interessiert, dann schaut unten in die Videobeschreibung. Da findet ihr eins meiner Unternehmen, welches vielen Menschen dabei geholfen hat, ihr Leben finanziell, mental und physisch zu verändern. Und ansonsten holt euch das, was euch zusteht, gebt Gas und habt weiterhin eine erfolgreiche Woche, Freunde. Wir sehen uns.